So, da sind wir wieder. Und ich habe mir mal das Tutorial gegönnt, um herauszufinden, was dieses blaue Zeug ist. Und zwar, wenn man, wenn das so leicht bläulich ist, dann ist man in der Dunkelheit. Dann ist man so, also wenn man in die Dunkelheit geht, dann kommt halt dieses Blau-Grün und dann ist man halt schwer zu erkennen für Gegner. Wenn man stehen bleibt, dann wird es so ganz dolle blau. Dann ist man offiziell versteckt. Dadurch gewöhnt man sich irgendwie an die Dunkelheit, kann da besser gucken und die Gegner haben es noch schwerer zu entdecken. So viel zum blauen Zeug, wo ich dachte, dass man kurz vorm Erfrieren ist. Wow, da ist gerade ein Lack, Spur zurück. Es hat gemacht und hinter der Tür ist ein Lack gesprintet. Die Tür kann ruhig verschlossen bleiben. Boah, ich geh mal raus, ne? Weil ich kann halt. Nee, ich verrammel mich nochmal mehr. Okay, ich gehe mal aus der Hocke. Was ist denn da? Fleisch. Der Gestank hier ist unfassbar. Ja, Gerüche sind selten fassbar. Ein Thermostat, der den Fluss von Kühlflüssigkeit durch diese Rohre regelt. Können wir es mal wärmer machen? Oh! Heizketchup! Heizketchup. Oder ne, was steht da? Was ist das für Ketchup? Ketchup from tomatoes. Yeah. Tomaten-Ketchup. Ketchup! Oh. Ja, haben wir noch einen. Was haben wir noch? Milch. Da ist ja Milch, ne? Noch mehr Zeug. Schweineschwarz. Ja, und ein Sack, Sack Scheiße oder was? Er lebt! Er lebt! Ah! Noch was? Toller Raum. Thermostat. Geht da hin, kommt da raus. Abgeschlossen. Kiste. Ja. Ja. Schwer zu sagen, was man jetzt machen soll. Was habe ich denn hier? Pizza. Was war das? Passen Sie vor dem Sicherheitssystem der Kantine auf. Ich habe es selbst entworfen. Es reagiert auf organisches Material. Sind wir in der Kantine? Oh, irgendwas konnte ich hier gerade noch angucken. Hier war gerade noch ein Auge. Ja, auf jeden Fall ist das hier doch organisches Material, oder? Ja gut, ich selber auch. Aber ich glaube, hier ist noch nicht das Sicherheitssystem. Ist aber hier Heizung. Oh! Oh, und hier ist noch sowas. Achso, okay. Was ist da? Stein. Ja. Ja. Kann man das kaputt machen? Was habe ich denn noch? So eine Limo? Eine Limo-Dose. Nicht mein Lieblingsgeschmack, aber süß genug. Immer noch eiskalt. Batterie voll aufgeladen. Ja. Eine Decke, irgendwas. Alter, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe einen Stuhl, ich habe eine Kiste. Hier ist kein Ansatz. Ich will da raus. Nein, will ich gar nicht. Das ist was Böses. Ketchup. Nein! Oh! Du solltest doch im Regal bleiben. Oh Gott. Ich guck mal, ob auf dem Regal was drauf ist. Cyberblau. Nein. Nein. Ja. Regelt die Temperatur. Ah, vielleicht da hinten lang? Ah! Ah, das hier führt zu dem da hinten. Diesem, ich glaube, das Zeug ist kalt genug, um mich zu töten.
Was? Ich habe es für alle, was? Und es hat gerade so ein Geräusch gemacht, dass ich irgendwie ein neues Ziel habe. Der Lüftungsschacht wird von einem extrem kalten Lüftungsstrom blockiert. Und hier ist das Thermostat dafür. So, wie stelle ich das wärmer? Mit dem Finger. Ne, hier ist irgendwie so ein... mit der Limo. Lol. Die kalte Dose regelt den Thermostat nach unten. Hä? Ja, aber ich will doch, dass es da wärmer wird, weil das so kalt ist, dass es mich umbringt. Achso, dadurch, dass es kühler wird, braucht er da hinten nicht mehr kühlen oder was? Oder hä? Ja, mir auch egal, eine Limo-Dose regelt Thermostat, das ist ja... Nein! Jetzt ist es wieder an. Was? Was? Nein! Nein! Ah, das ging auf... Oh, ich hab noch eine Limo. Schnell, schnell, schnell. Oh! Oh! Wieso habe ich noch eine Limo? Ich check hier gar nichts, ne? Ich mache einfach mal. Woo! Yeah! Oh. 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 Nee, da gehe ich nicht wieder rein. Gut. Oh! Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker. And only efficient workers will be fed. Okay. Wenn ich nicht bald hier rauskomme, kann ich mich gleich daneben legen. Auf seinem Namen steht. Namensschild steht Neil Oswald, Chefchemiker. Ja, das war der Gute, der mir doch die Notiz geschrieben hat. Und Laserstrahlen. Egal welche Funktion dieses Ding hat, wenn ich daran vorbeigehe, werde ich es wohl auslösen. Es reagiert auf organisches Material, hat der Typ gesagt. Ich hüpfe mal raus. Dann schieben wir ihn da rein. Ich sollte mich vorsehen, wenn ich den Balken überquere, werden die Sprengsätze bestimmt explodieren. Ha. Organisches Material. Nonnel, die Limo hilft mir. Ey, ohne Scheiß. Nö. Nö. Hier links steht nö. Mein Gott, was mache ich denn da? Ja, was hast du, mein Gott, was hast du da gemacht? Eine Limo-Dose regelt Thermostat. Ich check's gar nicht. So, aber was habe ich denn noch? Ne, mein Notizblock hau ich da nicht rein. Die Batterie. Ja, organisches Material nehme ich auch. Oh, da ist noch eine Notiz. Patientennotiz. Darren Gray. Geschlecht männlich. Alter 32. Nationalität aus. Australien? Ne, Österreich, ne? Einsatzbereich? Ausgrabungsteam. Erste Symptome. Patient klagt über leichte Orientierungslosigkeit und wurde gebeten, sich hinzulegen. Verabreichung kleiner Beruhigungsmittel. Nach 3 Stunden Patient bekommt im Nacken einen Ausschlag. Mögliche Eintrittspunkt der Infektion. Nach 4 Stunden 2 von 3 Kardinalsymptomen sind offenkundig. Déjà-vu, Patient behauptet, dass er bereits Standardtests durchlaufen hätte, obwohl ich der Einzige bin, der sie durchführen hätte können. Paranoia, besagt Tests sind von wieder. Ich habe keinen Zweifel, dass sich das dritte Symptom, Gehörverformung, innerhalb der nächsten 30 Minuten zeigen wird. Von anderen infizierten Mitarbeitern werden regelmäßig abnormale Geräusche und selbst körperlose Stimmen und Persönlichkeitsänderungen berichtet. Nach 6 Stunden. Der Patient wurde gemäß der Archaikum-Standardprozedur festgesetzt. Ich habe den Bastard eigenhändig fixiert. Wir können uns nicht vor der Infektion schützen. Aber wir können Vorsichtsmaßnahmen gegen die Infizierten ergreifen. Infizierte, ja. Was denn auch sonst? Nach 7 Stunden. Patient wurde von allen Anwesenden einstimmig für tot erklärt. Der Tod wurde durch eine Überdosis Insulin verursacht. Ich habe die Überdosis selbst um 6.12 Uhr verabreicht. Der Tod trat erst nach weiteren 13 Minuten ein. Dreimal so lange wie normal. Ich frage mich, inwiefern Gray noch als menschlich bezeichnet werden kann. Oh, hab ich Lust auf Pen. Pan. Wie heißt das?
Penumbra! So, was tue ich denn jetzt? Ja. Ja. Wem? So, jetzt kann ich drüber steigen, oder nicht? Hüpfe ich hier drauf? Ich bin so gut. Was haben wir hier? Eine Mitteilungstafel voller Kratzspuren. Yay, was steht da? Be there. Poker Tour, Friday Night. Yeah. Ah! 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 Ja, erster Feindkontakt. Scheiße mit Reis. Reis. Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. So. Ja, ja. So, was mache ich denn jetzt? Ah! Ah! Das Gerät ist mit der Tür verbunden. Es muss sich um irgendein Schloss handeln. Was ist das? Im Zentrum des Geräts befindet sich eine stecknadelgroße Öffnung. Und der Anzeige steht, nur vertrauenswürdiges Blut darf passieren. Was? Okay, ich muss da meinen Finger reinstecken, damit ich weiter kann, wa? Nichts passiert. Sie geht nicht auf. Anscheinend ist dieses Gerät eine Art von Schloss. Today's keep the unpure out. Ein Kantintablett wird nicht mehr essen. Okay, Regal. Oh, dahinter ist was. Oh, nee, die haben das verrammelt. Das sollte ich vielleicht so lassen. Jetzt schwierig. Jetzt ist schwierig. Stecknadel, große Öffnung. Mit Blut, Blut. Limo-Dose! Nein, das geht nicht. Ja, aber beim Terrorstat, genau du. Ja, und hier ging's auch nicht, ey. Wie soll das denn funktionieren? Ja, und Terrorstat hier. Okay. Ich mach das jetzt einfach mal frei, weil ich's kann. Mal sehen, ob ich das bereuen werde. Oh, Leute. So. Oh, wie heißt man eigentlich? Weiß ich noch gar nicht. Weiß ich noch gar nicht. Nee, das auch noch. Ah! Oh, fast auf mich drauf hier. Nein. Ach da. Wir machen das ordentlich. Nicht hier irgendwie alles. Wir machen das ganz ordentlich. Wir machen das. Wir machen das. Also wären wir nicht hier, was sind wir eigentlich? Wären wir nicht Gefangener geworden, wären wir Möbelpacker geworden. So. Ja. Tun wir es.